Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, dann wollen wir mal abhauen. Oh, danke für dein Bargeld. Kann man in so einer Situation eigentlich generell Geld haben wollen? Immer hat uns eine Notiz da gelassen. Ich kann jetzt auch Medikits herstellen, ne? So. Emmas Notiz. Robert hat mich gerade informiert, dass wir sofort aufbrechen müssen. Er hat Vorkehrungen getroffen. Mir bleibt noch nicht einmal Zeit, um mich umzuziehen. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Du hast so viel für mich getan. Ich hoffe, du schaffst es raus. Okay. War Andrea eine von denen da unten? Ich würde gerne zu dem einen Haus nochmal zurück und die Sicherung reinpacken. Ach hier, bei ihr. Bei ihr wollte er sich sich entschuldigen. Ich glaube, du lässt mich da nicht raus, oder? Er ist noch sauer, dass er bei seiner Flamme gerade nicht gelandet ist. I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Weißt du mal was? Ich lass mich jetzt auch bei den Sequenzen drin, sonst kann ich mich fast alle 5 Minuten aus dem Bild packen. Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? You got it, bud. Junge, die werden so hardcore Experimente an mir machen. Kann ich jetzt auch da oben raus? Zurück zum Spiel. Ich habe extra auf Solo-Spiel gestellt. Ich will nur gucken, ob ich jetzt da oben raus kann. Ich habe eine Sicherung und die würde ich gerne verwenden. Ja, ich kann. Ich glaube aber nicht, dass ich hier durchkomme. Ach, ich kann einfach drüber klettern. Kenn ich das auch dort? Ja, kann ich. Ist ja gut. Hier ist schlecht. Ich hab verstanden. Aber mach das woanders. Hier oben war das irgendwo mit der Sicherung. Und ein Dropkick in dein Gesicht. Hier kommt Shining! Ja, du wartest nur darauf, ne? Und tschüss. Ach, jetzt habe ich die Küche mal von der anderen Seite gesehen. Was ist da drin? Ein Zweihänderschwert. Oh. Das ist das Schwert, was gerade eben, glaube ich, gemeint war, ne? Na gut, bei YouTube würde ich wahrscheinlich aus einem Stream 2 Parts machen, ungefähr. Mann, immer diese Kackstalker. Die arme Frau. So viele Stalker.
Nebenbei, in der echten Zombie-Apokalypse wäre ich nicht so chill wie jetzt gerade. So, ich habe nicht nochmal 1500, ne? Aber ich kann ihm ja Zeug verkaufen. Ich will das Schwert aufbessern nach Möglichkeit. Ich kann es auch aufbessern. Du kriegst auch Elektrizität drauf. Ah, dafür brauche ich Elektronikteile. Ach, du hast nur eins. Ist natürlich doof. So. Reparieren. Ist ja zumindest der Elektroeffekt drauf. That right. Well, once I see what we're missing, could be I'll be giving you a list. Sure, I'll help you. Just make sure Emma knows who's providing in her hour of need. Kommt mir auch gleich wie ein Arsch vor. Oh. Das sieht schön aus. Ey, will jemand eine Runde mit mir Tennis spielen? Ich habe auf jeden Fall Spaß hier. Die Autos, die bringen euch nichts. Okay. Wo finde ich den? Da stand auf jeden Fall gerade was. Okay, ich komme noch zurück. Das hat mich gerade interessiert. Gehe ich wieder ein bisschen Ketchup. Ne? Evacuation center this way. Gotta be the Halperin Hotel. Ich habe dich mit meinem Fuß getötet. Naja, ich sehe ja spätestens, wenn ich es bearbeite, was da stand. Und weg damit. Den brauchst du eh nicht mehr. Ja toll, ich brauche eine Sicherung. Ich glaube, ich brauche erstmal die schwachen Waffen auf. Ah, stimmt ja, Los Angeles ist für Erdbeben berühmt. Ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Mann, ich will doch nur zu den Nachbarn. Oh ja. Guter Plan. Hey du, komm mal hier. Ach, der Wasserkanister funktioniert immer wieder. Hey, Moment. Hey du, komm mal mit. Ich habe hier ein elektrisches Problem, kannst du dich mal drum kümmern? Danke!
Das Wasser verschwindet auch mit der Zeit wieder. Ah, ich kann das kaputte Ding nicht aufheben. Ja, das habe ich gerade eben schon gelernt. Ist das funktioniert? Ich sehe schon den Spaß. Oh, 500 Bargeld? Ich gehe noch mal eben kurz zurück. Jetzt habe ich ja genügend, oder? Nee. Schade. Das drehen wir mal zu. Ich will nicht durchgebrutzelt werden. Aber guck mal, ich habe das schon geschafft mit den tödlichen Fallen hier, bevor überhaupt die Erklärung dazu kam. Hey du! Mitkommen! Guck mal! Ich habe ein Problem mit meiner Stromleitung. Ich habe gehört, sie sind Mechaniker. Wollen Sie sich das mal angucken? Danke, dass Sie sich meine Probleme angenommen haben. Wenn das Ding nicht gerade steht, dann fließt es einfach durchgehend weiter. Erstmal gucken, was da oben ist, würde ich sagen. Hier ist irgendwo ein Funkgerät. Hallo? Hey, I'm here. Don't have a heart attack. Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Another kid? No. Jung, hip, von du. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey! Get out of there, you scourge of a Satan! Can't leave them to fend for themselves. Whoa, mierda! Hätte ich bei dem anderen Haus hier auch anklingeln können? Testen. Wie viel Batterie man mitnehmen kann. Ach, ich hätte bei dem einen Pool nicht mal die Batterie anstecken müssen. Es hätte gereicht, wenn ich die Batterie einfach reingeworfen hätte. So, mal kurz gucken, kann ich hier auch dran quasseln? Hallo? Nee, da geht's nicht. Ach man, durchwühlt doch nicht immer ihr Müll, ihr verdammten Stalker. Ich muss dir mal Manieren beibringen. Jetzt habe ich genügend für eine weitere Sicherung. Aber erstmal muss ich ihm in die Fresse treten, wollte ich sagen. Ich hole mir eben kurz eine weitere Sicherung, dann kann ich hier vorne aufmachen. So, hier direkt ums Eck war eins.
Stalk haben wir eh schon aufgehalten. Hier ist doch 100 pro einer drin. Wusste ich doch. Oh. Oh. Kann ich das irgendwie nutzen? Du bist wahrscheinlich der Gärtner. Irgendwie muss ich das doch nutzen können. Ich weiß nicht, wie ich ihn instant zurückgeworfen habe, aber ich habe es getan. Wie mache ich denn das Feuer an? Ah! So, mal nach da hinten mit euch. Nehm. Attacke. Ich will das zumindest mal nutzen. Mann, ihr stirbt zu schnell. Kann ich das ja gar nicht nutzen. Was kommt da raus? Ein besserer Stab. Als die, die ich dabei habe. Kann ich mit dem Wasser das Öl neutralisieren? Ja, ich kann es damit wegwaschen. Lustig. Okay, wird in Zukunft eventuell nützlich sein. Aua! Okay, werden sie noch rumbrutzelt, nicht aufheben. Beim nächsten Mal platzt die wahrscheinlich. Na gut, Schluck. Hat funktioniert. Ich konnte hier eine mitgeben. Hat gut funktioniert. Bin gerade nur kurz was gucken. Okay. Ich wollte die Uhrzeit eben kurz gucken. Ich sehe die halt nicht. Da hat sich einer aber ordentlich gegönnt. Hast du das? Ich meine, anständige Klamotten können diese Neureichen sich leisten. Ich will jetzt mal den zwei Hände ausprobieren. Oh, der hat gut getroffen. Ist der Zweihänder geil. Eine Hake? Nee, ein Rechen, den ich nicht verbessern kann, warum auch immer. Oh. Ist eine Werkbank. Kann ich direkt aufbessern. Da geht's nicht. Ich glaube, ich kann nur bei scharfkantigen Waffen das elektrische draufpacken. Ja. So, machen wir den auch direkt elektrisch. Verstärkungsvorteil.
Erhöht den Schaden, verringert Haltbarkeit. Erhöht die Haltbarkeit und Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Das könnte ich draufpacken. Brauche ich Geld für. Na gut, aber hier kann ich halt auch craften. Mach dich mal sauber, Brigitte. So. Where was my invite? War ich nicht. Not you, kid. You find that girl. Sorry, Grandpa. I got her. Son of a bitch! Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Oh, ich kann das auch damit unter Strom setzen. Ja, latsch da mal rein. Ja, ja, sauber. Okay. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. No way. Yeah, I've seen your movies. Papa watched them all the time. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. No sweat. I'll get you out of this. What do you need? Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Okay. Now, if you get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Das lässt sich einrichten. Ich hätte gerne Knarre. Oh, da ist was. Ach so. Hallo? Ist da wer drin? So, konnte ein ab sein. Tür ist zu. Offen. Ich will mir meine gute Waffe ein bisschen aufsparen. Okay, wie mache ich das? Wer von euch war der Postbote? Warst du der Postbote? I should check my map. Don't want to get cornered in some A-lister's backyard. Komm, rein damit hier. Komm, steh auf. Ich weiß, dass du noch nicht tot bist. Ich warte nur. Da liegst du nämlich besser. Das Bargeld war zu wichtig, Leute. Oh, da eine Batterie rein. Die können sich gegenseitig blockieren. Super. Folgt mir, Leute. Ja, das macht ihr wunderbar. Ihr seid so intelligent. Wenn man sich die Waffen sparen kann.
in deinen Arsch. Ich mach dich mit einem Dropkick kaputt. Ach, hat das gut getan. Okay, ich bin hier definitiv falsch. Aua! Hell fucking yeah! This is sweet! Ich glaube nicht, dass das der Situation geholfen hat. Na, ich muss nochmal hier wieder zurück, ne? Da unten bin ich falsch. Oh. Nicht denn das Schönes. Das sind sympathische Reiche. Die essen nebenbei noch Proteinriegel. Hallo? Tschüss Baseballschläger, hallo Stahlrohr. So, auf die Seite konnte ich gerade eben nicht. Und ich kann da trotzdem weiter nicht durch. Alter, wer hatte so viel Hunger? Dass sie ihn wirklich komplett weggefressen haben. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich die verdammten Wurf-Items nutze. Wie nutze ich die Wurf-Items? R1 stand da. Warte mal, jetzt kann ich auch mal eben kurz lesen, was das andere war. Hier will man nicht putzen müssen. Alter, du wurdest ja mal richtig zerfetzt. Da hat einer seiner Wut freien Lauf gelassen. Ja, Toni? Muss ich wohl lesen. Guten alten Zeiten. Toni, der Immigrant. Toni, wo zur Hölle bist du? Poolhaus, alle Mäntel sind hier. Warum sollte mein Onkel seinen Mantel ins Poolhaus bringen, du Genie? Die Partygäste. Das hier ist die reinste Goldmine. Oder eher eine Börsenmine. Danke für den Raid übrigens, Ghosty. Danke. Mach gleich den Shoutout. Könntest du dich jetzt bitte mal konzentrieren? Wir sind hier wegen meines Geldes. Das bisschen Kohle dieser Idioten ist nichts gemessen an dem, was zum Weiterlesen aufklappen. Das bisschen Kohle ist nichts gemessen an dem, was der Alt mir vorenthält. Sein Safe steht dort. Aber ich brauche den Schlüssel. Hey, ich habe es versucht, aber es wimmelt hier vor Zimmermädchen. Eine von ihnen lässt mich praktisch nicht aus den Augen. Glaubst du, sie hat Angst? Oder sie hat erkannt, dass du kein Anwalt bist. Ich habe dir gesagt, du sollst deine besten Klamotten mitbringen. Hey, das sind richtig teure Schuhe. Das sind Fälschungen. Nein, sind sie nicht. Sind sie?
Vergiss es, du kannst dir so viele Schuhe kaufen, wie du willst, wenn der Job hier erledigt ist. Ich werde mit Onkel Kurt sprechen und das Mädchen ablenken und du machst dein Ding. Das hat wehgetan. Sag jetzt nicht, du hast ihn nicht gefunden. Ich hab den Schlüssel. Es wurde auch Zeit, rein mit dir. Dann bringen wir ein bisschen Schwung in diese öde Party. Wo verdammt nochmal steckst du? Wollte noch ein paar Geschenke aus dem Pool aus. Komm jetzt und hol mich verdammt nochmal hier raus. Was? Okay. Wahrscheinlich der Moment, wo hier die Kacke am Dampfen war. Hi. Da kam der werte Nachbar. Ach, deswegen ist der Strom hier aus. Da war eine Kuh zugestochen. Den Schlagring brauche ich nicht mehr. Ich nehme die Gürtelstange. Wie mache ich das jetzt? Ist hier irgendwo... Ich kann noch mal was wegwerfen. Das ist ein besseres Stahlrohr. Mit dem Wasserkanister kann ich das doch verbinden, eventuell. That's what I'm talking about. Auch eine Art und Weise, ne? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Hey, Curtis, ich hab's wieder zum Laufen gebracht. Get your keister in here. We're not out of the woods yet. Da sind die anderen Partygäste. Habt ihr denn eure Manieren gelassen? Man sagt erstmal Hallo, bevor man jemanden anfällt. Tschüss. Oh, ihr habt einen Erfolg bekommen. Na? Auch wieder wach? Kann sich direkt wieder schlafen legen. Ach, nicht genug auch da für einen Dropkick. Jetzt aber. Ja genau, kusche dich zu ihm. Warum stehst du überhaupt auf? Ich liebe den Dropkick. Tschüss. Tschüss. Nein. Dropkick. Double. Von euch lebt doch noch einer. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hallo? Unhöflich. Ich sagte unhöflich. Man knabbert nicht einfach an der Tür. Hallo, bin da. Word to the wise, kid. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Well, luckily, the lift rail
Mehr oder weniger. Erstmal hier gucken. Ist glaube ich stärker als meine Rohrzange. Ja, ist hier irgendwer, den ich abwerfen kann? Hallo? Das ist auf jeden Fall alles richtig gemacht. Trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Hello. Check your corners, kids. A mindless monster. Oh, dropkick triple. Ach, macht das Spaß. Tschüss. Tschüss. Oh, hab nicht genügend für den Dropkick. Nein, 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 nein. Das ging nicht gut. Ei! Du lässt dir aber auch Zeit. Guckt euch die Tür an, ist sie nicht schön? Welche Nachzügler? Oh, hi! Hab ich. Dropkick. Na, wie geht's denn so? Mr. Sinclair. Immer mit der Ruhe-Klassiker lassen sich nicht hetzen. A lot of great memories here. A lot of loving. A lot of fighting. And a hell of a lot of noise complaints from the neighbors. Ja, die kriegst du jetzt nicht mehr. Catch me dead in that chairlift. Na, wie geht's denn so? Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it, though. Papa's definitely watching up there and wishing I'd asked you to sign something. Listen. Anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though.
How's it looking out there? Pretty bad, but there's places if you know where to go. There's a bunch of others at Emma Jaunt's right now. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give them a piece of my mind for not checking in on me. Oh, you mean the husband? He's the reason I'm here right now. Got zombified, beat some people, and then the plane we were in trying to get out of here got shot down. He's dead. Damn shame, the son of a bitch owed me money. Oh well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. Sure you don't want me to walk you up the hill? There's zombies everywhere, you know? Watch your tongue, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Now get. Und wenn die leer ist, die gute alte Peggy, dann hast du doch genauso ein Problem. Der Typ ist mir sympathisch. Der ist richtig sympathisch. Ich hoffe mal wirklich, dass er sicher da oben ankommt. Weit ist der Weg ja nicht, aber... Ich sag mal so, er ist nicht gerade lauffest. Hä? Was hat das jetzt mit dem Server zu tun? Oh. Leichtigkeitsvorteil. Neuer Bauplan. Ich soll mir gönnen, was ich brauche. Und gebrauchen kann ich alles. Oh, hi. Nein. Oh, hier liegt auch nochmal richtig viel Zeug. Gut, dass ich hier nochmal reingekommen bin. Nehme ich. So, will was repariert werden? Die Klinge auf jeden Fall. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, verringert dafür die Kraft. Na gut, aber das wäre bei dem Schwert hier eigentlich ganz gut, bei dem Zweihänder, weil das ist ja ansonsten echt langsam. Ich glaube, die normalen Dinger recycle ich lieber und behalte die grün. Die grünen Waffen sind ja die guten. So, ich mache mal meine Medikits voll. Oh, Golfschläger der Leichtigkeit. Der hat das standardmäßig drauf. Wann habe ich den denn überhaupt eingesammelt? Oh, hier leuchtet schon wieder was grün. Oh, ein Hackball. Hackball ist gut. Alles, was scharf kann ich, ist es eine gute Waffe. Ist wesentlich geiler als diese stumpfen Waffen. War schon in den vorherigen Spielen so. Oh, hier liegt auch nochmal richtig viel Shit. Da war der geile Shit drin. Da komme ich nicht rein. Kurt ist jetzt schon aufgebrochen? Nee. So, das nehme ich mir mal mit. Da
Das auch. Kann ich ja recyceln. Ach, hi. Wie, du weichst aus. Da ist der Kopf ab. Die Läufer, die sind schlau genug zum Ausweichen. Auch lustig. Gut, dass ich hier nochmal alles absuche. Kann immer was übersehen. Boah, ich will das Hackbeil jetzt einmal sehen. Oh, komm her. Hallo. Na, wie geht's denn so? Na, die brauchst du doch nicht mehr. Na, haben wir keine Beine mehr. Den Arm brauchst du doch auch nicht. Alter, ich komme wie so ein gestörter Massenmörder rüber. Dabei ist das eigentlich sogar legitim, was ich hier tue. Zombies darf man nicht leben lassen. Bei der Möglichkeit, wenn man sie ungehindert töten kann, sollte man die Dinger immer loswerden. Aha, shortcut this way. Hat dich der Beinverlust jetzt gerade instant umgebracht? Mann, nicht mal Klamotten können die sich hier leisten. Ich will mal mit einem Hackebeil auf den Kopf zielen. Hat getroffen? Ich dachte, ich könnte so one-hitten, wenn denen ein Hackebeil in der Schnute hängt. Aber irgendwie hat sie das nicht gewone-hittet. Stimmt ja eigentlich. Ich habe ja auch eine Karte. Haben wir wohl soweit alles gefunden. Kann ich das Ding auch kaputt werfen? Nein. Zumindest nicht mit einem Holzbrett. Och, da unten ist wieder so nette Gesellschaft. Habe ich eine Batterie zum Reinwerfen? Nehmen.
Ich habe halt fast nur grüne Waffen. Und es ist halt nur momentan das gute Zeug. Hinterher kommt noch der richtig geile Shit. Wo ich fast jeden von denen one-hitte. Ich hab hier nirgendwo eine Batterie ist. Ich glaube, ich gehe mir mal eben kurz von einem der Autos eine Batterie klauen. Ach, guck mal, das Spiel weiß, was ich vorhab. Ey, Nachbarn, ihr habt was verloren. Weitet sich das nicht aus? Irgendwie hat das nicht so geil funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht hätte es da drin platzen müssen. Muss ich das einmal irgendwo gegenwerfen und danach da rein? Ist hier noch eine Batterie? Hier ist ein Treibstoffkanister. Oh. Dead end. Try again, Carla. Ja, ich sehe schon, dass ich durch das Haus muss. So, neue Batterie, neues Glück. Erstmal anschlagen. Das Ding muss platzen, wenn es nach da unten fliegt. Hat zumindest einen gegrillt. Zweimal werfen dann Platz. Okay. Ziegenstall Troy. Dich werden wir auch umnieten. Ich nehme doch lieber die Wasserflaschen. Die bringen doch wesentlich mehr. Ich dachte kurz, da steht schon wieder einer von denen. Locked. We're doing it the hard way. Warte, Tour ist nicht einfach durchklettern. Ich mache nur heute 3 Stunden, ne? Danach mache ich wieder so 2 Stunden Streams. Das mache ich jetzt nur, weil ich halt viel zu spät dran bin mit Dead Island. Muss irgendwo was finden. Ich glaube, ich soll von hier oben aus rein. Ja, sieht echt so aus, als ob ich so da rein soll. Warte mal, Rechen nehmen. Freeze. Jetzt werde ich dir den ultimativen Dropkick geben. So, 360 Grad. Roundhouse Dropkick. Ach, verdammt. Dropkick. Warte nochmal aufständig, will ich da runtertreten. Da wollte ich schon angeben und hab's nicht geschafft. Ey! Fang! Ich sagte fang! Man weiß ja nicht, wie man fängt. Oh, Bein abgehackt. Von der Dicken. In dein Gesicht. Hier kriegst du direkt noch was.
Matsch spüren. Nicht besonders intelligent. Ich würde mich gerne an eine Regel für sowas halten, ne? Okay, um da dran zu kommen, muss ich den einen Typen da hinten links ausschalten. Hier von Zombieland. Doppelt hält besser. Solange Kopf noch intakt ist, draufhauen. Hätte ich nur eine Knarre, dann würde ich da auf das Flammending schießen. Aber Knarren darf ich noch nicht haben. Das wäre ja zu schön. Ein Moment, das ist einer von der stärkeren Sorte. Ich gehe sogar mal komplett aufs Ganze. Auch den DJ jetzt umgehauen. Und eine Frisur hat er auch nicht mehr. Okay. Das habe ich gebraucht. Nix mit ausweichen. Ich hack dir jetzt ein Bein ab. Die brauchst du eh nicht mehr. So. Manchen Stellen hier frage ich mich, ob man nur von oben dran kommt. An meine Follower. Jetzt ist auch noch Snap da down. Das Gesicht, wenn du auf einmal all deine Gedanken in dein Telefon tippen musst, anstatt sie mit deinen 50.000 Followern zu teilen. Schick mir Kraft, Leute! Ich habe gerade das unfassbarste glutenfreie Pulten-Sandwich aller Zeiten gemacht. Die Saftigkeit toppt echt alles. Oben drauf knackig frischer Salat und ein Spritzer Aioli. Ist wirklich großartig, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich hoffe nur, meine Essensvorräte reichen aus. Wieder mal ein grandioser Sonnenuntergang in L.A. Diese Stadt ist echt atemberaubend. Unbedingt Foto anhängen. Marshmallow hat gerade auf ihre Schmierdecke gepinkelt und sich dann darin gewälzt. Ich hasse mein Leben. In Zeiten wie diesen darf man nie vergessen, wie #gesegnet wir alle sind. Die Lage ist ernst, aber es gibt immer mehr Positives als Negatives. Tut mir leid, Leute, aber das musste auch mal gesagt werden. Lol. Foto von mir im Bikini am Pool anhängen. Okay, war von der Frau. Okay, Hand hoch. Hat sonst noch jemand die Nase voll von diesem ganzen Zombie-Ding oder bin das nur ich? So, eine Intelligenzbestie. War bestimmt blond. Ich wollte nur die Musik ausmachen. So, kann ich jetzt hier vorne die Tür jetzt endlich öffnen? Ja, jetzt kann ich die öffnen. Anstatt dass man mit dem dicken, fetten Schwert die Tür einfach aufschlägt. Habe ich den nicht? Ich habe den Typen doch gerade vernichtet, oder nicht? Hat er den Schlüssel nicht getroppt?
Nee, ich glaube, hier muss ich irgendwo noch eine Karte finden. Hallo? Geht's Ihnen gut? Wie würde ich den Server denn überhaupt anmachen? Ach, dich habe ich doch von oben schon gesehen. Na, wie geht's uns denn heute? Ich will nicht mal da reintreten, darf ich das? Komm mal her. Ja, komm her. Ach, Mann. Ach, jetzt geht das Ding hoch. Jetzt geht es halt natürlich hoch. Habe ich eigentlich neue Fähigkeiten? Ja, hier habe ich irgendwie eine neue. Angeblich. Wieso hat denn das Ding sich jetzt gezündet? Er braucht eine Tür! Wenn ich es einfach auftreten kann, brauche ich doch keine Tür. Warum sagt er mir das jetzt gerade? Hallo? So, ein Auge weg. Das brauchtet ihr doch eh nicht. Kopf und so weiter. Ich verstehe es mit den Wurf-Items nicht. Ich habe ja angeblich dieses komische Fleisch. Ich kann es trotzdem nicht werfen. In deinen Arsch. Danke, das nehme ich wieder. Will jemand einen Drink? Geht heute aufs Haus. Warum will nie einer einen Drink von Shining? Wir denken alle, ich tue da irgendwas rein. Alter, wie reich war der denn? Oh ja! Ich hab dich irgendwie nicht getroffen. Jetzt aber. Solange du noch nicht es geschafft hast, aufzustehen, bist du neu gefährlich. Auch ich will bowlen. Warte mal. Ich bowl hier gerade. Hau ab. Ich habe hier die Gedärme rausgeschnitten. Komm, wir räumen was ab. Ich treffe die noch. Ja! Geschafft. Kann ich die auch umnocken? Leute, Strike!
Beim ersten Versuch! Ich hab's sogar in Seven Ten Split geschafft! Wäre so schön, wenn ich wirklich bowlen könnte. Wenn du stark genug bist, könntest du denen diese Bowlingkugeln eigentlich auch sowas von um die Ohren werfen. Oh, ich kann mich sogar da oben drauf stellen. Das nächste Mal eventuell nicht Strip-Poker spielen. Nee, da gehe ich mal noch nicht raus. Ich will hier noch den Schlüssel finden. Ach, ihr hattet echt alles. Na gut, Reiche, ne? Können sich alles leisten. Halt die Klappe! Wozu brauche ich einen Schlüssel, wenn ich einfach durchlatschen kann? Im Ernst, ich kann hier doch einfach das Fenster auftreten. Dann ist die Tür egal. Ganz ehrlich, da hätte sie sich man den Quatsch mit den Schlüsseln echt schenken können. Nur von der anderen Seite öffbar. Hm. Irgendwie bin ich trotzdem instant durch. Keine Ahnung, woran es lag. Okay. Oh, Audioaufzeichnung. Hey, what's up, Cody? Hey, what's up? Watch this. Episode number 100. Can you believe it? It's insane. How did we get here? No idea. Ask our Godies. What I actually want to ask our G-Crew is, have you guys been on that new urban rumor thing? What rumor thing? Oh, check this. Brain eaters. Yeah, right. It sounds like they've got yours already, dude. Oh, come on. Hear me out. So I was at the bar. Dude, you right? Tja, hätte es ihnen zugehört. Ja, toll, aber mit den... Wo fällt mir das Rallig irgendwie nicht ganz richtig? Okay, wieder ordentlich was zum Lesen. Guck gerade auf die Uhr. Okay. Brooke. Also, reden wir jetzt über dein neues Spielzeug oder was? Toy? Was? Scope? Sei kein Idiot, Brooke. Scope ist viel mehr als nur ein Spielzeug. Und schon geht es los, sagt Jamie. Toy? Scope ist eine topmoderne Assistentin. Sie macht alles, was du ihr sagst. Sowas wie eine Erweiterung von dir selbst, die dir das Leben leichter macht. Vollständig anpassbare Stimmausgabe. Die Welt in deiner Hand. Ohne dass du die Hände benutzen musst. Sie holt die Zukunft in die Gegenwart. Okay, das ist also seine Sicht der Dinge. Und hier kommt meine. Jamie, die ist gruselig. Du bist so ein verdammter Boomer, Alter. Aber die ist gruselig. Die hört dir zu, Mann. Ja, das ist der Sinn der Sache. Du fragst sie was und sie sagt dir, was du wissen sollst. Ach so, einfach Alexa. Nein, das tut sie nicht. Aber sowas von nicht. Die versteht praktisch nie, weil ich sie fragte. Heute zum Beispiel, da sagte sie zu mir, meinst du raus nach Lissabon? Wenn du möchtest, stelle ich sofort ein Reisepaket zusammen, sodass du L.A. verlassen kannst. Lissabon? Lissabon? Ja, das ist in Europa, glaube ich. Ja, schon klar. Aber was wolltest du wirklich sagen, anstatt raus nach Lissabon? Brooke, versaute Lesben, was denn sonst? Was? Einfach nur was? Ich weiß Scope schon, was ich will, bevor ich überhaupt frage. Sie hat nur ihre Probleme mit unanständigen Gemütern. Okay, okay, genug Schleichwerbung für OSK, du Fanboy. Wenden wir uns mal unserem täglichen, tatsächlichen Sponsor für heute zu. Ja, ihr habt verdient, aber auch gefressen zu werden. Wenn ihr so etwas veranstaltet.
hätte gerne immer noch diesen Schlüssel. Aber ich finde den irgendwie nicht. Hi! Irgendwie habe ich gerade die Combo des Verderbens gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich habe sie gemacht. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Hier ist ein Greenscreen. Hier faked ihr eure Fake-Urlaube, ne? Damit ihr bloß nie das Haus verlassen müsst. Na gut, bei so einem großen Anwesen habt ihr trotzdem einiges, was man machen kann. Da geht's wahrscheinlich weiter. Oh, einer von der solchen Behörde. Oder? Nee. Schlagen treten, schlagen treten. Das funktioniert. Ich habe die Hand abgetrennt. Ist hier eine Wasser... Elektroleitung? Ja. Ach, ich hätte hier auch einfach poolen können. Nach rein, ohne dass ich es gesehen habe. Welches Ding eigentlich? Nein, ich kann es nicht löschen. Aber ich kann es damit warum auch immer in die Luft jagen. Wieso konnte ich das mit Wasser in die Luft jagen? Ich habe immer noch diesen verdammten Schlüssel nicht gefunden. Aber dieses eine Totenkopf-Symbol, das hat er mir doch jetzt nicht ohne Grund gesagt. Hier muss wahrscheinlich noch ein Gegner sein, den ich bisher nicht gesehen habe. Ah, du hast den wahrscheinlich. Wo ist er hingeflogen? Da. Nee. Der hatte auch nicht den Schlüssel. Sollte der nicht gefährlich sein? Hier liegen ein paar Leuchtstäbe. Vielleicht könnte ich darüber springen. Warte mal. Ich werfe mal mein Messer dahin. Hol mir mal eine Sache hier unten. Und wirf damit das Fenster ein. Und dann versuche ich mal, ob ich so weit springen kann. Ja, hier ist eh nichts mehr. Ja, ich konnte so weit springen. Jetzt kommt's, hier liegt der scheiß Schlüssel. Mein Gott, konntet ihr euch denn nicht benehmen? Weg damit. Komischer Spiegel überlebt den Schlag. Gewichtigkeit habe ich bekommen.
Bitte sag, dass die Katze überlebt hat. Katze läuft davon. Okay, danke. Die Katze hat überlebt. Ihr wollt mich doch langsam verarschen. So, nur ein Streich hieß es gerade. Ist das ein langer Text? Ja, den lese ich nächstes Mal. Ich will jetzt noch gucken, eventuell. Ja, ich muss ja jetzt wieder hier durchspringen. Sieht nicht so aus, als ob ich hier jetzt eine Tür öffnen könnte. Schweige denn, dass hier überhaupt eine Tür ist. Da war ich doch gerade erst. Die Respawn-Punkte von den Zombies. Die müssen keinen Sinn ergeben. Weiß man was, Leute? Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich will in das nächste Gebiet erst beim nächsten Mal. Ich habe jetzt hier 3 Stunden gestreamt. Ich würde sagen, ich habe genügend geleistet. Für YouTube an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Follow auf den Twitch-Kanal da lassen. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Ciao euch, liebe YouTube-Gemeinschaft. Und bis zum nächsten Mal.